Trotzdem hinter euch begrüßt euch zu 10 Jahre Viva. Wir sind am Anfang des Jahres 1998 in unseren Jahrescharts. Wir kommen also langsam in Richtung Gegenwart. Langsam so in die Richtung. Immer noch erschütternd, als wir die Recherche betrieben haben. Viele der Stars von damals sind heute schon tot. Falco beispielsweise hatte seinen ersten Hit 1982 auf der NDW-Welle reitend mit der Kommissar. 85, 86 gab es dann den nächsten Mega-Hit Amadeus. 85 war es ein Hit in den USA und 86 dann in Great Britain. Und dann kam Genie. Und dann ist er am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik umgekommen. Ich habe gehört, dass da eine Menge bewusstseinserweiternde Substanzen mit im Spiel gewesen sein sollen, aber ich will es nicht beschwören, ist nur ein Gerücht gewesen. Zumindest hat er nach seinem Tod nochmal einen Riesenerfolg gelandet, und zwar mit Out of the Dark. Hier für euch jetzt Falco. My Heart Will Go On von Celine Dion. 1998 war Titanic mit 200 Millionen Dollar der teuerste Film aller Zeiten. Und er ist bis heute auch der erfolgreichste Film aller Zeiten. Gut, dass sich James Cameron damals am Risiko und damit auch am Erfolg des Films beteiligt hat und gesagt hat, ja, jetzt bin ich steinreich, jetzt werde ich erstmal die nächsten Jahre ruhig angehen lassen. Keine Filme mehr drehen, ja, braucht er nicht. Wir kommen jetzt von James Cameron, Celine Dion und Titanic zu einer Band, die uns die letzten 10 Jahre hier bei Viva begleitet hat. Die beste Band der Welt, schimpft sie sich, und sie ist die erste Band, der wir eine ganze Woche gewidmet haben. Die Ärztewoche. Bela, Farin und Rod haben den Sender übernommen. Hier ist die beste Band der Welt mit der wichtigsten Erkenntnis der Welt: Männer sind Schweine. Die Fugees, das war ja eigentlich nur Wyclef Jean und vielleicht ein bisschen Lauryn Hill. Lauryn Hill ist dann später größer geworden, aber Press oder Pra Michel, wie Gymnasiasten sagen, ja, der war immer so der unscheinbare Dritte. Bis er im Sommer 98 einen Nummer 1 Hit ablieferte, zusammen mit Maya. Und Maya hatte angeblich was gehabt mit 50 Cent und Old Dirty Bastard, der Typ vom Wu-Tang Clan. Hier sind jetzt Pra Michel, Maya, das war eigentlich ein Soundtrack-Song zu dem Film Bullworth, Ghetto Superstar. Viel Spaß. Jetzt wird es ein bisschen zotig, denn wir müssen über Luna reden. Und wenn man über Luna spricht, muss man auch über DJ Sammy reden, den kleinen marokkanischen Sexzwerg. Der hat nur so Schlachtrufe wie Supermuschi oder Ficken. Und der hat 98 zwei Mega-Hits hingelegt. Auf der einen Seite der Sommerhit bei Lando. Und dann im Winter gab es die Winterballade Hijo de la Luna. So muss es eigentlich sein, ja? Und ich weiß gar nicht, was dieses Jahr wieder in ist, was für ein Schlachtruf. Ich möchte es auch nicht raten. Ich weiß nur, es geht weiter mit Oli P., Modern Talking und Nelly Imbruglia. Und nichts vergessen, Sascha. Kurz Pause, bis gleich. Ja, ich begrüße euch ein weiteres Mal zu 10 Jahre Viva. Wir sind im Jahre 1998 und machen mit einem Mann weiter, der die Gemüter der Deutschen gespalten hat. Oli P. Hunderttausende haben ihn gehasst, aber noch viel mehr haben seine Platte Flugzeuge im Bauch gekauft. Grönemeyer wird es heute noch speiübel, wenn er an die Version von Oli P. denkt. Wobei, das Geld hat er eingesteckt. Aber die Version von Xavier Naidoo, die fand er richtig gut. Oli P., der ist mittlerweile verheiratet, hat ein Kind und soll angeblich wieder bei GZSZ einsteigen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. GZSZ. Er hat Theater gespielt, sollte gegen mich im Promi-Boxen antreten, hat sich dann aber gedrückt. Die kleine Drecksau. Krieg dich beim nächsten Mal. Sein größter Erfolg, nichtsdestotrotz, bleibt aber seine 98er-Version von Herbert Grönemeyers Song Flugzeug im Bauch. Und die kriegt ihr jetzt. Wir lernen es ja gerade wieder, aber lange Zeit war es unvorstellbar. Eine Welt ohne Modern Talking. Ich meine, eine Welt ohne Dieter Bohlen, ohne diese ganzen Geschichte, ohne Penisbruch, ohne Brust-OPs von Nadel, von Verona Feldbusch, von Estefani, haben ja alle drei beim einen denselben Arzt nachgeladen. Aber seine größten Hits, die hatte er von 85 bis 87. Wow. Und dann kam nichts mehr. Bis Dieter dann mit Verona zusammengekommen ist. Und dann, er war von der Bildfläche verschwunden. Titelseite, Bild, Dieter Bohlen, Penisbruch. Unglaublich. Ich weiß nicht, ob mir das wert gewesen wäre. Würdet ihr das tun? 160 Millionen Euro würdet ihr verdienen, aber dafür steht von eurem kleinen Mann was in der Zeitung, was eigentlich keinem was angeht. Und jetzt, Dieter und Thomas haben sich getrennt. Das ist nicht gut. Wir haben ihm damals auch noch den Kometen gegeben für ein Lebenswerk
und jetzt verlassen sie uns wieder. Und die Fans sind ganz, ganz traurig und wir bei Viva auch. Deswegen spielen wir nochmal ihren allerersten Hit, den sie zweimal in die Charts gehievt haben. Einmal 85, da war er Platz 1 und 98 war er Platz 2. You're my heart, you're my soul. Heute ist gerade noch mal eine kleine Meldung wert, wenn die Frau, die für Deutschland am Grand Prix teilnimmt, bei offener Balkontür lauten Sex auf ihrem Wohnzimmerteppich hat. Also Lou, 1998 hat es schon genügt, wenn Gildo Horn sich den kleinen Finger verstaucht hat. Und dann stand das in der Bildzeitung auf der ersten Seite, aber fett. Gildo hat euch lieb, damals geschrieben von Stefan Raab unter dem subtilen Pseudonym Ralf Igel. Gildo Horn hat übrigens seine Diplomarbeit geschrieben über Schlager unter dem Titel Befreiung von der Vernunft. Ja. Die H-Blocks wollen uns befreien von irgendwelchen Sylt-Heinis und die Guano Apes auch. Die haben 1996 bei einem Talentwettbewerb mitgemacht. Und wer hat den ins Leben gerufen? Viva natürlich. Und wo lief ihr erster Clip? Bei uns, bei Viva natürlich. Mit dem Ergebnis, ihren ersten fetten Hit produziert zu haben. Also, wir klopfen uns auf die Schulter und hier ist für euch Open Your Eyes.